Hallo Leute, Sion hier und willkommen zurück zu Let's Play Okami. Beim letzten Mal habe ich gesagt, wir machen einen kurzen Schnitt, bevor wir hier auf Oki treffen. Oh, es ist gar nicht. Doch, es ist Oki. Ich wollte schon sagen, wer bist du sonst? Wie bist du so schnell hierher gekommen? Eigentlich verdanke ich das diesem Wolf und seinem kleinen Freund. Ein Kuropoke erschien, nachdem ihr gegangen seid und sagte mir, ich sollte Amaterasu helfen gehen. Das ist also der Begleiter des Wolfs, von dem du gesprochen hast, stimmt's? Dieser Wolf wurde durch das Auftauchen des Kuropokes aufgemuntert. Es sah aus, als hätte der Wolf irgendwas wiedergefunden. Ich spürte, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht, ein Band. Das ist mir das Gefühl weckt, dass sie okay sein werden. Also habe ich sie verlassen und kam hierher geeilt. Aber genug geredet jetzt. Ich nehme mal an, wenn ihr hier seid, dann müssen diese Dämonen irgendwo da vorne sein. Nun, Amaterasu, willst du mit mir zusammen kämpfen? Nee, natürlich. Wenigstens ist Oki jetzt einsichtig. Gefällt mir. Gefällt mir. Seine Charakteränderung, sage ich mal. Weil am Anfang, er war wirklich nur so versessen darauf, alles alleine zu machen. Und hat einfach nur Gegner abgeschlachtet, um sein Schwert zum Glühen zu bringen. Aber das hätte er gar nicht machen müssen. Oder machen sollen. Es ging einfach nur darum, Gutes zu tun, ne? Okay. Dann seht ihr schon, sind wir beim Bosskampf. Diesmal müssen wir gegen beide gleichzeitig antreten und haben leider nicht Shiranui an unserer Seite. Welche einfach mal unglaublich stark gewesen ist in diesem Kampf. Aber gut, vielleicht ist Oki ja auch ein guter Ersatz dafür. Sie versuchen sich zu verstecken, um ihre Wunden zu lecken. Und ich befürchte, wir haben auch gar nicht mehr die Energie, sie noch einmal zu jagen. Die? Nochmal abhauen? Noch nie ist meine Beute meinem treuen Schwert Denkumaru öfter als einmal entkommen. Du und dein kurzes Schwert, wen willst du damit bitte erwischen? Na, es sind doch gute Voraussetzungen, hätte ich mal gemeint. Nun denn, richtig Double Trouble. For Boss Time! Gegen Lechku und Nechku auf einmal. Die ganzen Blitze und alles werden in dem Kampf nochmal vonnöten sein. So, fangen wir aber mit einem nach dem anderen an. Ich glaube, der Silberne ist eine Ecke schwächer. Habe ich so in Erinnerung. Moment. Na komm her. Deswegen konzentriere ich meine Angriffe eigentlich erstmal auf den Silbernen. Aber gut, kann ich dich eigentlich mit Feuer treffen? Bringt das was? Die Eiszapfen können wir auch abwehren. Kein Problem. Nee, nimm mal dein Ei weg. Na komm. So, was hat er jetzt? Ah, die Dinge auf jeden Fall zum Blühen bringen. Gut, gibt's ein bisschen Energie. Wieso denn nicht? Der Goldene ist mir im Moment ziemlich egal. Ah, Moment. Wenn der Goldene aber das macht, gibt's erstmal einen Schock. Ist ja wohl klar. So, willst du runterkommen? Nee, will er nicht. Eine Bombe? Die zünde ich. Die zünde ich. Komm her, kein Problem. Es ist ein bisschen tricky, der Bosskampf. Man muss schon auf die einzelnen Sachen achten, die die beiden machen. Zu schwer, wow, ist es allerdings nicht. So, schauen wir mal. Da kommen wieder die Dinger. Ich warte eigentlich darauf, dass einer von beiden mal anfängt zu schwanken. Das würde mir persönlich sehr gefallen. Schlitzer. So, kommst du runter? Jo, er kommt runter, alles klar. Dann wird es Zeit für einen Stahlfaustzacke. Komm her. Komm her. Kommst du runter? Hey, du Wichser, komm her. Ah, stimmt. Zieh mich zurück wie ein Pfeil und dann feuer mich auf diese Dämonen da. Ich werde sie auf den Boden ziehen. Alles klar, wir nehmen ihn. Zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Und bam. Alles klar. Ja, habe ich nicht richtig gemacht? Habe ich es nicht richtig gemacht? Bist doch am Verrecken. So, jetzt komm runter. So, na also. Jetzt komm her. 2, 3, 4, 5. Schlitzer. Und kriegst noch mehr, kriegst noch mehr. Ach du Feigling. Aber gut, ihr seht schon, so funktioniert der Bosskampf. Sobald die Dinger ins Taumeln kommen, gehen wir zu Oki, schießen ihn ab. Und, wow, meins. Ja, Mist. Und sobald wir ihn abgeschossen haben, können wir das Vieh dann angreifen. Moment, da. Für dich haben wir das. Und für dich haben wir das. So, Oki, komm her. Da bist du schon, alles klar. Bäm. Na komm, komm runter. Sauber. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den anderen jetzt noch runterzuziehen, bringt nicht so wirklich was. Aber, oh doch, okay, komm. Machen wir das auch noch. Schlitzer.
Du musst mich mit deiner ganzen Kraft zurückziehen, damit ich dich... Ja, ja, ja. Dann komm mal her. So. Alles klar, das ist mal Teamwork. Ich meine, hier kann man wirklich gut mit dem, Typen kämpfen. Und sag mal, bringt Bomben eigentlich was gegen euch? Ich zeichne ich also gerne. Ich weiß, so viel auf einmal zeichnen kann. Will ich nur mal sehen, bringt das was? 2, 3, 4, 5. Okay, gut. Gut, 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 gut. Es läuft, es läuft. Die beiden machen nicht mehr lange. Na kommt, wer will als nächstes? Nein, Hilfe, 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 Hilfe. Jetzt hat der mich. Nee, 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 nee. Alter. Fuck, 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 fuck. Lass mich los. Alter, die ziehen aber gar nicht wenig. So, kommt her. Habt ihr nicht wieder eure normalen Techniken? Doch, da, 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 da. Den da noch. So. Der schwankt? Ne, der schwankt noch nicht. Alles klar, dann warten wir noch ein bisschen. Was zauberst du jetzt aus dem Hut, du Zauberer, du? Kein Problem. Das hätten wir. Das Ei haben wir auch zerstört. Okay, komm her. Zurückziehen, abschießen. Während er ihn ablenkt, schlitzen wir ihn. Und dadurch haben wir den ersten besiegt. Alles klar, jetzt fehlt nur noch der zweite, der silberne, der in meinen Augen doch etwas schwächer ist. Das sollte möglich sein. Na komm. Komm. Komm schon. Na, was hast du vor? Nein! Ah, ich hasse es, wenn du mich festhältst. Lass mich los. Danke, danke, Oki. Moment, falsch rum. Komm schon. Was kommt jetzt? Die Bombe? Das finde ich gut. Wenn du die Bombe machst, dann bist du am Straucheln, oder? Nee, noch nicht. So, dann schlitzen wir die. Blocken die ganzen Dinge ab. So, sauber. Komm her, komm her, komm her. Danke, okay. Bam. Schlitzer. Wird nochmal Zeit für etwas Kraftschub. Und dann komm her. Okay, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Einmal den Spaß noch. Einmal noch. Na komm. Na komm. Ich renne so schnell, du kriegst mich nicht. Ha, ha, ha. Hast du davon? Kann ich dich einfrieren? Oder verbrennen? Nee, gar nichts. Okay, einfach chillen. Wir chillen kurz eine Runde. Nee, 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 nee. So einfach kriegst du mich nicht mehr. Nicht, wenn du alleine bist, mein Freund. So, was kommt jetzt? Die kleinen Kügelchen? Ah, nee, die Kugel. Finde ich gut, lädst du mich wieder ein bisschen auf. Alles klar. Na, was hast du denn noch Schönes an deinem Hütchen versteckt? Eine Bombe. Perfekt. Sauber, komm her. Und abschießen. An sich nicht zu schwer, der Bosskampf. Schlitzer. Wenn man weiß, wie. Aber der Kampf ist auch wirklich nicht schwer. Und Oki lässt sich hier echt gut, sag ich mal, mit ihm lässt sich gut zusammen operieren gegen die beiden Viecher. Aber gut. Hätten wir die beiden also wirklich besiegt, ha? Sauber. Was ist denn da oben? Ah. Die Zwillingsdämonen, die plötzlich auf dem Itsufuchi erwacht waren und versucht hatten, das Land von Kamui einzufrieren, waren besiegt. Sie verschwanden in einem Ausbruch von Blüten, dank der Bemühungen von Oki und Amaterasu. Aber dafür erschien eine riesige Wolke, die schwarz wie die Nacht war und das Gebiet verdunkelte. Pesttauch, Neunschwanz, die Zwillingsdämonen Lechku und Nechku. Die Seelen von jedem einzelnen von ihnen wurden in die Wolke gesaugt. Als sie weiterzog, sie schwebte in Richtung der Arche der Yamato auf dem Grund des Laohe-See. Die Arche der Yamato beherbergt die Finsternis der gesamten Welt in sich. Taskets Worte hallten seltsam wider und erweckten so das Herz von Amaterasu. All die Opfer, all die im Namen des guten verlorenen Leben, war das alles umsonst gewesen. Shiranui, Amaterasus 100 Jahre alte Inkarnation, war müde und erschöpft von der schweren Schlacht. Ah.
Aber als Shiranui das Glänzen von Okis Schwert Kuton bemerkte, sah es aus, als würde sie ein listiges Lächeln auf ihren müden Wolfslippen erscheinen. Zufrieden mit diesem hellen Schimmer der Hoffnung, erhob sich Shiranui und bot ihre gesamte Stärke auf, um durch das Geistertor zurück in die Vergangenheit zu gelangen. Zurück nach Hause. Als Amaterasu und Isun nach vorne guckten, waren sie sich im Klaren darüber, dass Shiranui zurückging, um sich der Gefahr zu stellen. Zu der Schlacht mit Orochi, nachdem sie Nagi vor dem Clown des Todes gerettet hatte und ihnen bei ihrer eigenen Mission geholfen hatte, würde Shiranui jetzt als Heldin sterben und damit die Legende von Orochi schaffen. Als Ishaku verschwand, zeigten seine Augen jene Art Härte, die jemand zeigt, der sich auf eine Beerdigung vorbereitet. Das Ding damit ist dann auch so... Ich meine, im Endeffekt geht der Shiranui wieder zurück, beendet den Bosskampf gemeinsam mit Nagi und stirbt dann da. Man könnte jetzt vielleicht meinen, dass das in der Geschichte so oder so passiert, aber ich denke mal, der Unterschied, dass Shiranui hier überhaupt nur auftaucht, kann nur daran liegen, ja, war ja nicht so gut, aber es kann nur daran liegen, dass wir zurück durch die Zeit gegangen sind, weil sonst gäbe es ja gar keinen Grund, dass Okami überhaupt geschaffen wurde, sage ich mal. Weil schließlich wurden wir ja nur wieder erweckt, sage ich mal, weil die richtige Shiranui nicht mehr existiert hatte, ne? Aber gut, Leute, das ist eigentlich eine ziemlich gute Stelle, um einen Schnitt zu machen. Deswegen beende ich die Episode hier gleich. Na gut, schauen wir erstmal. Momentchen. Okay, das ist ein guter Punkt. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dann.